Guten Tag, ich freue mich hier zu sein, dass wir uns wieder auf diese Art und Weise begegnen heute. Es freut mein Herz zu hören und zu sehen, was Gott tut. Bitte, was auch immer du tust, wo auch immer du dich befindest, vergesse diese Wahrheit niemals. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Nicht, weil du wunderbar bist, nicht, weil du viel geleistet hast, nicht, weil du zu einer tollen Familie gehörst, nicht, weil deine Gemeinde die größte Gemeinde ist, nicht, weil du der allerheiligste Mensch bist, sondern weil Gott die Liebe ist. Das ist meine Versicherung. Egal, was ich durchmache, Gott liebt mich so sehr. Er wird alles tun, damit es mir gut geht. Das ist auch für dich. Heute wollen wir ein Gespräch betrachten, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, im Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 bis 19. Und ich will, dass du dir sagst, Gott redet zu mir. Ich will etwas sagen. Und es passiert oft mit uns. Mit dir in dieser modernen Zeit, dass wir alle Smartphones haben. Wir können die Predigten hier downloaden und beim Fahrradfahren hören. Beim Kochen in der Küche hören, mit Kopfhörer, mit Bluetooth, da sind alle gut. Wenn du aber wirklich tief in eine Predigt hineingehen willst, wenn du Gott in einer Predigt wirklich begegnen willst, dann wirst du Zeit finden müssen, dich hinzusetzen, dir eine kleine Notiz nehmen, und die Predigt zu hören und Notizen zu machen, was dir aufgefallen ist oder was für dich wichtig ist oder was Gott dir gesagt hat. Es ist ein- oder zweimal passiert bei mir, dass ich vom Fahrrad runterkommen musste, um meinen Rucksack öffnen, um Notizen zu nehmen, um etwas aufzuschreiben, weil ich Predigt gehört habe beim Fahrradfahren. Aber das kann immer nicht passieren. So, ich will dich bitten, wenn du alles nicht vergessen willst, nimm dir Zeit, 40 Minuten, 50 Minuten, eine Stunde, dich hinzusetzen, mein wunderbares Auge zu sehen und lass die Botschaft nicht nur durch deine Ohren hineinkommen, auch durch deine Augen. Ich weiß, dass Gott auf verschiedene Art und Weise uns begegnen will. Es war einfach nur ein Tipp, wenn du noch intensiver mitbekommen willst, was Gott tut. Gott tut. Und das hat nicht nur mit mir zu tun, es hat auch mit allen wunderbaren Brüdern und Schwestern zu tun, die Gott gebraucht, sein Wort rüberzubringen. Lass uns Schritt für Schritt gehen und lass uns den Heiligen Geist erlauben, zu uns zu reden. Heiliger Geist, wir danken dir, weil du Leben schenkst durch dein Wort. Schenkt Leben heute. Ohne dich werden wir nur Romanen lesen. Ohne dich, Heiliger Geist, werden wir nur Texte lesen, Geschichten lesen. Aber wenn du angreifst in dieser Stunde, empfangen wir Leben aus deinem Wort. Heiliger Geist, wir danken dir, weil du mitten hier bist zwischen uns alle. Für dich gibt es keine Entfernung. Wo auch immer mein Bruder oder meine Schwester oder die Geschwister heute sitzen und zuschauen, was wir heute sagen heute, du bist genau zwischen uns, mit uns, weil wir im Geist eins sind. Danke, Heiliger Geist, weil du durch das Wort Gottes unser Leben veränderst. Danke, wir lieben dich, Heiliger Geist. Amen. Vater, danke nochmal. So, lass uns lesen, Matthäus Evangelium 16,
wenn du deine Bibel hast, du kannst aufschlagen, 13 bis 19. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen ist oder war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Ich habe mal gefragt, was geht Jesus denn an, was Leute über dich sagen? Weißt du, das ist, was wir predigen. Es ist, Leute werden immer schlecht über dich sagen. Aber mir ist etwas weiter aufgefallen, wenn wir weitersehen. Es geht eigentlich nicht um Jesus. Jesus will uns etwas zeigen durch diese Bibelstelle, was Gott als das Wichtigste hält, um etwas in uns aufzurichten, mit uns aufzubauen und in uns durchzusetzen. Lass mich in so einer Bibelstunde, die ich mache, ich bemühe mich, keine anderen Bibelstellen aufzuschlagen. Aber mir ist aufgefallen in 2. Korinther Kapitel 5, wo die Bibel sagt, nun kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Nun kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Es ist üblich für uns, Menschen zu kennen nach dem Fleisch. Wenn wir heute über jemanden reden, dann reden wir über ihn gemäß, was er getan hat, gemäß, was Leute mit ihm getan haben, gemäß, was er gesagt hat, gemäß, was er nicht getan hat, was er tun sollte, gemäß, was Leute ihn angetan haben. So, die Art und Weise, wie wir Leute betrachten, ist davon abhängig, was er getan hat, was hier geschehen ist. Und die Bibel sagt, das ist falsch. So sollen wir Leute nicht betrachten. So sollen wir uns selber nicht betrachten. Viele Leute vertrauen sich nicht mehr. Viele Leute glauben gar nicht, dass Gott sie gebrauchen kann, weil sie ihr Leben schauen und sie sehen nur Mist und Misserfolge. Und sie fangen an, sich so zu betrachten. Und ich sage dir, die Welt wird dir helfen, dir zu sagen, was für ein schlechter Mensch du bist. Nun, lass uns sehen, wie die Jünger geantwortet haben. Vergesse nicht, was sagen die Leute über mich? Und sie sprachen, etliche für Johannes, den Täufer. Andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen anderen oder einen den Propheten. Leute werden Meinungen haben über dich. Leute werden Meinungen haben über deine Familie. Leute werden Meinungen haben über deine Ehe. Leute werden Meinungen haben über deine Gemeinde. Und sie haben Recht, ihre Meinung zu haben. Darum streiten wir nicht mit denen, was sie über uns sagen. Man muss denen nicht antworten. Nein, verschwende nie deine Zeit, deine Kritiker zu antworten. Ihre Aufgabe ist zu kritisieren. Sie kritisieren gemäß, was sie sehen, fühlen oder spüren. Und mehr soll man nicht von denen erwarten. Das ist sehr wichtig hier, weil wenn du auf diese neue Ebene kommen willst, die Gott für uns vorbereitet, wenn du in die Herrlichkeit Gottes kommen willst, du wirst lernen müssen, damit wegzutun, dein Leben darauf zu basieren, was die Menschen über dich sagen, was deine Gefühle über dich sagen, was alles herum dir über dich sagt. Das musst du abschaffen können, weil das ein großes Hindernis ist für wunderbare Menschen im Leib Christi. So, Jesus hat gehört alles, was sie gesagt haben. Vergesse nicht, das sind die Jünger Christi. Das sind Jesus Nachfolger. Das sind Menschen, die mit Jesus leben. Menschen, die jeden Tag Zeit mit Jesus verbringen.
Doesn't mention, die Jesus vertreten wollen auf dieser Erde. Doesn't mention, die mit Jesus im Himmel gehen wollen. Da sind wir. Und Jesus fragt, was sagen die Menschen über mich oder über dich? Was sagen die Menschen überhaupt? Aber es tut mir leid, die Menschen haben keine Ahnung, weil sie nach dem Fleisch schauen. Menschen vergleichen. Du bist doch nicht wie der. Du bist doch nicht wie die. Eure Gemeinde ist nicht so wie. Eure Gemeinde ist nicht so wie. Lass das dich nicht wahnsinnig treiben. Nein. Nein. Ich frage mich sogar. Es nimmt mich mit. Da kommt Depression zu dir. Wenn du dein Leben darauf baust, was Menschen sagen über dich, was Menschen mit dir tun, willkommen wird Depression zu dir sagen. Jesus nun ging weiter. Oh, das gefällt mir. Bitte, lass Gott zu dir reden durch diese Bibelstelle. Vers 15. Da sprach er zu ihnen, zu den Jüngern, zu den Christen, zu dir, zu mir, zu unserer Gemeinde. Da sprach Jesus zu ihnen, für wen haltet ihr mich? Nun geht es nicht mehr, was die Menschen sagen. Nun geht es, was du sagst über dich. Was du sagst über Gott. Weißt du, wir haben bis jetzt unsere Informationen über Gott von Menschen gehört. Und jeder beschreibt Gott gemäß seiner Erfahrung, seines Verständnis, ihrer Erfahrung, ihres Verständnis. Jede Gemeinde beschreibt Gott oder stellt Gott dar gemäß ihrer Erfahrung. Willst du nun dein Leben auf die Erfahrung anderer Leute bauen? Willst du nun dein Leben auf die Überzeugung anderer Leute bauen? Darum fragt Jesus dich, was sagst du über mich? Siehst du, ich will dich kennen. Du kannst über mich nichts sagen, wenn du mich nicht kennst. Du kennst mich nicht. Was sagst du über mich? Was sagst du über dich? Wenn ich sagen würde, beschreibe dich mal, mein Sohn, meine Tochter, was sagst du über dich? Was sagst du über deine Gemeinde? Das ist das Schlimmste. Ich darf Pastor sein und jetzt bin ich 16 Jahre gemäß Gottes Gnade als Pastor. Es ist ein großes Vorrecht. Und manchmal, du wirst überrascht sein, wenn du draußen hörst, was Leute über eure Gemeinde sagst. Du sagst, von welcher Gemeinde redet ihr? Unsere Gemeinde? Ich bin doch da. Das ist unsere Gemeinde. Ich bin jeden Sonntag da, jeden Dienstag da, immer da. Leute, die nicht da sind, Leute, die noch nie da gewesen sind, sie haben große Meinung über euch. Und es ist wichtig, dass du auch was über dich sagst. Jemand muss reden. Das ist die Frage hier. Jemand muss reden. So Jesus versucht, diese Leute beizubringen, was sagt ihr? Oder hört er nur zu und schweigen? Ihr wollt nicht kritisiert werden. Ihr wollt Leute nicht verletzen. Jesus fragte nun, was sagt ihr über mich? Keiner könnte reden. Ich kann es mir vorstellen, wie alle schwiegen. Wie alle da stunden. Naja, Jesus hat nicht zugestimmt, dass er Johannes den Täufer ist. Er hat nicht zugestimmt, dass er Elia ist. Er hat nicht zugestimmt, dass er einer von den Propheten ist. Die Leute haben keine Ahnung mehr. Und dann lesen wir in Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, das gefällt mir. Verstehst du mich? Da antwortete Simon Petrus nicht und denken. Da antwortete Simon Petrus und nicht und überlegen. Da antwortete Simon Petrus und nicht in sich hineinsprechen. Da antwortete Simon Petrus und sprach, wenn du
nicht lernst zu sprechen, die anderen werden für dich sprechen. Und was sie sagen, werden für dich gelten. Hier geht es nicht darum, zu antworten zu dem, was sie gesagt haben, zu ihren Kritiken, zu argumentieren mit denen. Nein, es geht nicht darum, mit denen zu argumentieren. Es geht nicht darum, mit Menschen zu streiten. Es geht einfach darum, dass ich was sage. Was sagst du über deine Ehe? Was sagst du über dein Leben? Was sagst du über deine Familie? Was sagst du über deine Gemeinde? Was sagst du über deine Geschäfte? Was sagst du über deine Arbeitsstelle? Wenn du nicht redest, die anderen werden für dich reden. Probleme werden für dich reden. Anfechtungen werden für dich reden. Und das ist genau eine Sache, womit Gott mich beauftragt hast, Menschen zu überzeugen, zu bewegen, zu schultern, zu rudern, zu aufzuwachen, zu sagen, fangen an, was zu sagen. Es muss gesprochen werden. Wir sind Gott ähnlich geschaffen, die man regiert durch Sprechen. Darum versucht Satan, die ganzen Medien zu erobern. Du liest Zeitungen, du liest Magazine, du liest Romane, du schaltest jeden Sender und sie reden Rotz und Rotz und Rotz. Warum? Weil dadurch wollen sie Leben beeinflussen, wollen sie die Stadt erobern. Und wir dürfen auch nicht schweigen. Darum sollen wir reden. Es war nicht meine Absicht, so mit Intensität zu reden. Okay. Aber bitte verstehst mich, ich rede, wie es in meinem Herzen brennt. Warum kannst du nicht dein Zimmer rumlaufen und was über dich sagen? Warum kannst du dich nicht in den Spiegel schauen und sagen, ich bin wunderbar? Ich weiß, alles in der Welt schreit, wie, du, was? Und du sagst, ja, Gott sagt, ich bin wunderbar. So, Petrus antwortete und sprach, es ist Zeit, dass du anfängst zu antworten und sprechen. Dein Kontoausdruck spricht zu dir. Diese Krankheiten, womit Satan dich angreift, sie sprechen zu dir. Was auch immer das sein mag, das dein Leben unruhig machen will, sie sprechen zu dir. Und du darfst nicht schweigen. Du musst lernen, auch zu antworten, indem du sprichst. Was hat Petrus gesagt? Vers 16 wieder. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So, Petrus hat was anders gesagt. Petrus hat nicht gesagt, was die anderen gesagt haben. Petrus Antwort, Petrus Sprechen ist nicht genau, was die anderen sagen. Du bist der Christus. Der Christus, der Gesalbte, auf den die Juden gewartet haben. Sie glauben, er ist noch nicht geboren. Und du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das Wort Sohn, verstehst du mich? Das Wort Sohn ist nicht, wie wir heute Söhne und Töchter verstehen. In Kapitel 8, vielleicht Johannes Evangelium, bitte, ich weiß nicht, welcher Kapitel besonders, eine Stelle hat Jesus gesagt, er ist Gottes Sohn und man wollte ihn steinigen. So, der Sohn Gottes genannt zu werden, wie Petrus ja gesagt hat, es ist nicht ein Fleisch- und Blutsohnschaft. Es ist eine geistliche Autorität, eine vaterähnliches Wesen. Petrus hat Jesus nicht beschrieben nach Fleisch und Blut. Petrus hat Jesus beschrieben nach dem Geist, wer er wirklich ist, nach dem Geist, wie Gott ihn beauftragt hat. Was hat Jesus gesagt in Vers 17? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut
hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Die Antworten der Jünger hat ihre Quelle bei den Menschen. Die Antwort Petrus hat ihre Quelle bei Gott. So eine Antwort, die Petrus gegeben hat, kommt nicht vom Menschen, sondern vom Gott. So, wenn Gott bei Petrus nicht angegriffen hätte, wenn Petrus diese Offenbarung nicht gehabt hätte, hätte er das nicht gesagt. Und ich will, dass ihr bitte Jesus folgt. Weil wir werden bestimmte Dinge sehen. Was ist die Konsequenz? Was habe ich davon zu gewinnen, wenn ich anfange, durch Offenbarung mein Leben zu betrachten, meine Ehe zu betrachten, die Gemeinde Gottes zu betrachten, wenn ich aufhöre, durch menschliche Augen Dinge zu wahrzunehmen und ich fange an, mit göttlichen Augen Dinge wahrzunehmen. Was wird geschehen? Nummer eins, Jesus sagte Petrus, nicht ich segne dich, nicht ich werde dich segnen. Jesus hat Petrus gesagt, glückselig bist du. Das Wort glückselig heißt, gesegnet bist du. So, ein Weg, wodurch wir in den Segen Gottes hinein marschieren kann, ist nicht, wenn der Pastor uns die Hände auflegt. Nicht, wenn wir große Kollekte in der Gemeinde gibt. Es ist, wenn wir in die Offenbarung Gottes kommen. Weil wenn du in die Offenbarung Gottes kommst, hast du diese Ebene des Fleisches und Blutes verlassen. Bist du auf die Ebene des Geistes gekommen. Und laut Epheser Kapitel 1, die Bibel sagt uns, wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segen. Du kannst aber diesen allen himmlischen Segen erfahren, umarmen können, es sei denn, du kommst auf die geistliche Ebene. Und wie komme ich auf die geistliche Ebene? Durch Offenbarung Gottes. Das heißt, ich höre auf, mich auf Menschen zu verlassen. Und manchmal, wenn ich sowas sage, da fragt er mich immer eine Stimme. Denn warum predigst du? Wenn wir nicht auf Menschen hören sollen. Darum habe ich gesagt, bevor du die Predigten hörst, betet zu Gott und sag Gott, ich will heute keinen Menschen hören. Rede du zu mir direkt durch diesen Mann. Das kann Gott machen. Das tut er. Wenn wir aufhören, unser Leben nach dem Fleisch zu betrachten, nach unserer Fähigkeit zu betrachten, nach dem zu betrachten, was wir besitzen können, nach dem, was Menschen uns angetan haben oder uns nicht angetan haben, nach dem Ort, wo wir uns befinden, wenn wir aufhören, unser Leben so zu betrachten, dann werden wir anfangen, dass unser Leben die Betrachtungen zu haben durch Gottes Augen. Dann werden wir sehen, was die anderen nicht sehen. Da ist der Weg zum Segen Gottes. So, Nummer eins, Jesus hat Petrus gesagt, weil Papa dir diese Offenbarung gegeben hat, weil du auf der Ebene der Offenbarung gekommen bist, du bist gesegnet. Nicht, ich werde dich segnen, nicht, der Segen kommt auf dich. Du bist gesegnet. Du hast dadurch den Segen, die Manifestation, den Segen provoziert in dein Leben. Nummer zwei, Vers 8. Jesus sagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Sein Name war Simon. Das Wort Simon war unsicher, ohne feste Haltung. Das ist die Bedeutung von Simon. Ohne feste Haltung. Und nun hat Gott Jesus ihm Stein gemacht. Du bist jetzt ein Stein. Du bist jetzt fest. Du bist jetzt Petrus. Was mich und dich festmachen wird, ist nicht unsere Titel. Es ist die Offenbarung, die wir von Gott bekommen haben.
was mich und dich im Glauben, im Leben, in der Situation festmachen wird. Und dass wir feststehen, egal was Satan auf uns schmeißt. Es ist nicht, wie viele Konferenzen, die wir besucht haben. Es ist nicht, wie viele tolle Predigten, die wir gehört haben. Es ist nicht, wie viele Hände, die auf uns gelegt worden ist. Es ist nicht, wie viele Positionen oder Aufgaben, die wir in der Gemeinde aufgenommen haben. Es ist nicht, wie lange wir uns gläubig genannt haben. Es ist die Offenbarungen, die wir von Gott bekommen haben. Das ist, was du nie verlieren kannst. Jesus sagte ihm, weil du auf die Ebene der Offenbarung gekommen bist, du hast den Segen Gottes provoziert in dein Leben. Zwei, du bist ein Stein geworden, das schenkt dir Stabilität. Willst du im Glauben stabil sein? Willst du in der Ehe stabil sein? Willst du da, wo du arbeitest, stabil sein? Dann lass Gott dir die Offenbarung gibst. Suche Gott, suche ihn. Suche Gott nach seiner Offenbarung über deine Situation. Gott, rede zu mir über meine Ehe. Gott, rede zu mir über mein Leben. Gott, rede zu mir über meinen Arbeitsplatz. Gott, rede zu mir über unsere Gemeinde. Lass Gott zu dir reden. Das musst du suchen. Das kommt nicht einfach von sich. Bitte, bitte. Gott ist nicht billig. Die Offenbarung Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit ist nicht billig. Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Blut. Darum sagt Gott, ihr werdet mich suchen, wenn ihr finden, wenn ihr mich sucht. Wenn ihr mich mit eurem ganzen Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen. Du kannst von Gott hören. Aber willst du wirklich von Gott hören? Du kannst von Gott sehen, aber willst du wirklich von Gott sehen? Wenn die Antwort ja ist, dann fange an, Gott zu suchen. Wann war das letzte Mal, dass du mal 15 Minuten mit Gott verbringst? Wann war es? Wann war das letzte Mal, dass du dir Zeit genommen hast, in die Bibel zu schauen, Zeit mit Gott zu verbringen, allein mit Gott, um Gott zu suchen, ohne besondere, gib mir Anliegen. Ich will dich sehen, offenbare du dich mir. Ich will eine Antwort, ich will erkennen, was sagst du über meine Ehe, was sagst du über meine Finanzen. Es hat nicht gib mir. Weißt du, oft gehen wir zu Gott mit unserer Meinung. Wir wollen, dass Gott nach unserer Meinung handelt. Es muss nicht immer so sein. Warum fragen wir nicht Gott nach seiner Meinung über die Situation, über das Problem? Ich hoffe, du merkst es, dass ich mit dir Liebe spreche, bitte. Falls es so auskommt, dass ich sauer bin, nein, so ist es bei mir, wenn ich hineingegriffen bin in dem Thema. So, Nummer 1, die Offenbarung von Gott über bestimmte Dinge setzt den Segen Gottes frei über uns. Nummer 2, schenkt Stabilität. Und Jesus sagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Der Grund, warum viele Leute Niederlage erleben im Kampf des Lebens gegen Satan, ist, weil wir unser Leben auf Theorie und Lehre der Menschen gebaut haben. Wir haben nicht gelernt, unser Leben darauf zu bauen, auf dem, was Gott uns offenbart hat. Weißt du, ich kann dich überzeugen über verschiedene Dinge. Ich rede nicht, dass wir unser Leben auf unserer Überzeugung bauen. Nein, Überzeugung ändert sich. Es gab Zeiten, wo du von A überzeugt bist, bis jemand kam und hat dich umüberzeugt über das andere. Überzeugungen ändern sich. Ideen, Meinungen ändern sich. Aber die Offenbarung von Gott bleibt fest. Und Gott baut seine Gemeinde auf die Offenbarung von Gott, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auf der Offenbarung, die du bekommen hast, nicht gemäß, was du leisten kannst, sondern gemäß, was Gott
in dir getan hat, sondern gemäß, was Gott durch dich getan hat, sondern gemäß, was Gott für dich getan hat, sondern gemäß, was Gott vom Himmel freigesetzt hat über dich. Und wenn du dein Leben auf das hier baut, in dem, was Gott getan hat, dann hast du eine Stabilität, dann fürchtest du dich nicht. Und wenn Satan zu dir kommt, dann wirst du Satan ins Gesicht schauen und sagst, im Namen Jesus, so spricht der Herr. Aber weil wir nicht wissen, was Gott sagt. Und ich lass mich dir sagen, wie es funktioniert. Du baust dein Leben auf deinen Pastor. Dein Pastor ist wunderbar. Ah, gesalbt. Herrlich. Stark. Wenn dein Pastor predigt, du spürst Feuer. Du hast Gänsehaut. Und du baust dein Leben auf diesen Mann oder Frau. Und eines Tages ist er gefallen, hat Fehler gemacht. Irgendwas ist schief gelaufen. Du hast gesehen, wie jemand geschimpft hat. Oder hat dich verletzt. Hat dich zum Geburtstag nicht begrüßt. Hat dich nicht angerufen, als du Geburtstag hatte. Oder ist nicht zu deinem Geburtstag gekommen. Irgendwas ist passiert, dass du dich verletzt fühlst von deinem Pastor. Und was oft passieren wird. So, deine Begeisterung über ihn fängt an, abwärts zu gehen. Dann kommt Satan zu dir und flüstert in deine Ohren. Glaubst du doch immer noch alles, was er erzählt hat? Siehst du, er ist doch nicht perfekt. Hast du nicht gesehen, was er dir getan hat? Ist er wirklich ein Mann Gottes, eine Frau Gottes? Dann fängst du an zu zweifeln an ihn oder an deine Leiterin. Und wenn dieser Zweifel kommt, denn dein Fundament, worauf du dein Leben gebaut hast, durch seine Lehre und seine Person, fing an zu wackeln, dann bist du weg. Aber wenn du dein Fundament auf das baust, auf dem baust, was Gott dir sagt, doch ja, zwar dem Pastor, aber du weißt, es ist vor Gott. Auch wenn dein Pastor vom Glauben abfällt und fing an, die Gemeinde zu fluchen, du wirst immer noch fest im Glauben bleiben, weil deine Beziehung, weil dein Leben basiert nicht auf dem, was der Pastor sagt oder tut. Dein Leben basiert auf dem, was Gott dir gesagt hat, dir offenbart hat. Verstehst du mich? Ich habe nichts gegen Pastoren. Ich darf auch ein Pastor sein. Gott will mit dir persönlich leben. Das ist alles. Wenn du unsere Predigt schaust, du siehst es. Gott will, dass du ein Mann, eine Frau Gottes wirst. Hebräerbrief Kapitel 1, die Bibel sagt, in den alten Zeiten hat Gott zu uns durch den Propheten gesprochen, Propheten. Aber nun redet er direkt zu uns durch seinen Sohn. So die Offenbarung Gottes, darauf wie Gott seine Gemeinde baut. Ich hasse es, wenn eine Gemeinde besteht und der Pastor ist alt oder irgendwas passiert, der Pastor ist weg und die Gemeinde ist nicht mehr da. Wisst ihr warum? Weil die Gemeinde auf den Pastor gebaut ist. Oh, ich bitte so sehr, möge das nicht das Ende unserer Gemeinde werden. Nein, wenn ich sowas sehe, ich hasse es. Auch wenn der Pastor weggeht, auch wenn der Pastor 120 Jahre alt wird und stirbt, die Gemeinde soll weiterhin bestehen. Warum? Weil Gott es gebaut hat. Aber Gott baut nur, wo es eine Offenbarung von Gott ist. Wo es keine Offenbarung von Gott ist, Menschen bauen. Ihr könnt Prinzipien anwenden, Tricks anwenden, die Know-hows anwenden. Ihr werdet was bauen, aber weil Gott es nicht gebaut hat, sobald Satan kommt, was auch immer er benutzen wird, die Gemeinde anzugreifen, das Ding ist weg. Das gilt auch für dein Leben und für deine Ehe. Worauf baust du deine Ehe? Auf der Schönheit deiner Frau? Warte mal ab. Irgendwann kommen Falten. Irgendwann kommen Falten. Irgendwann
Ist sie 50? Ist sie 55? Baust du deine Ehe auf der Schönheit deines Mannes, seine Muckis? Irgendwann fallen alle runter. Verstehst du mich? Baue deine Ehe nicht auf die Schönheit deines Partners. Baue deine Ehe nicht auf die Errungenschaften deines Partners ins Bett. Leistung geht mal bald runter. Baue deine Ehe auf dem, was Gott gesagt hat. Halleluja. Baue deine Familie auf dem, was Gott euch gesagt hat. Manchmal sagen meine Kinder, wir sind Eugenius, das ist mein Nachname. Wir sind so. Gott hat, wir müssen nicht das machen, was alle machen. Das ist, was wir sind. Das ist, was der Weg, wo Gott uns nimmt. Welcher Weg hat Gott für dich und deine Ehe und Familie gebannt? Suche es und finde es und geht den Weg. Das ist der einzige Weg, der dich zum Erfolg im Leben führen wird. Weil das der Weg ist, den Gott für dich gebannt hat. Nicht den Weg, den du von Eheseminaren genommen hast. Merke es mal. Verschiedene Eheseminare, verschiedene Punkte, verschiedene Richtungen. Ich sage nicht, dass sie schlimm sind. Die sind gut. Aber das Beste ist, was Gott sagt. Sind wir noch zusammen? Vers 19. Hör mal, Jesus sagte, Petrus, weil du diese Verbauung bekommen hast, Nummer 1, du bist gesegnet. Nummer 2, Stabilität kommt in dein Leben. Nummer 3, auf dieser Verbauung baue ich etwas. Ich baue etwas. Und was ich bauen werde in deinem Leben, was ich tun werde in deinem Leben, kein Satan kann es stoppen. Der Nummer, habe ich vielleicht erzählt, Segen, Stein, Jesus baut. Nummer 4, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Der Schlüssel, eigentlich die Schlüssel, die Schlüssel. Ich habe diese Bibelstelle, ich werde das dir geguckt, auf Englisch, es steht, and I will give thee. So, ich habe geschaut mehrmals, ist das Plural oder ist das Singular? Hat Jesus nur zu Petrus gesprochen oder hat er zu den Jüngern gesprochen? Aber ich war enttäuscht, meine Erwartung war enttäuscht. Jesus hat nur zu Petrus gesprochen. Deutsche Übersetzung hat es richtig. Und ich gebe dir, nicht Johannes, nicht Thomas, nicht Matthäus, Petrus, du hast diese Offenbarung bekommen. Und weil du diese Offenbarung vom Papa, vom Himmel bekommen hast, ich gebe dir die Schlüssel zum Himmel, zum Reich Gottes. Brauchst du die Schlüssel? Weißt du, wer die Schlüssel hat oder wer den Schlüssel hat, kann reingehen. Hast du schon mal einen Schlüssel verloren für dein Auto oder Haustür? Du weißt, wie dein Herz geschlagen ist. Du weißt, wie du rumgerannt hast, wie du rumgesucht hast. Du weißt es. So ist das Leben von vielen Christen. Sie haben den Schlüssel nicht. Für jede Tür gibt es einen Schlüssel. Jesus sagt, ich gebe dir die Schlüssel. Schlüssel zur erfolgreichen Ehe, Schlüssel zur erfolgreichen Gesundheit, Schlüssel zur erfolgreichen Gemeinde, Schlüssel zu jedem Punkt in der Arbeit, Familie, Ehe, Kindererziehung, was auch immer das sein mag, womit du beschäftigt bist. Es gibt einen Schlüssel, den du brauchst. Und wenn du diesen Schlüssel hast, ich sage dir, andere mögen schwitzen, du wirst nicht schwitzen. Wenn ein Dieb irgendwo reinbrechen will und hat den Schlüssel nicht, dann müssen sie schwitzen, versuchen, die Tür kaputt zu machen. Du, der den Schlüssel hast, wenn du kommst, du musst dir keine großen Gedanken machen. Du holst den Schlüssel raus, steckst rein, drehen, bist du rein. Stressloses Erfolg. Liebe. Das Leben kann schön sein. Kann so schön sein, wenn wir den Schlüssel haben. Aber wir haben den Schlüssel nicht.
Darum schreien wir, darum brüllen wir, darum rennen wir von dort, von Ort zu Ort. Wir hören Meinungen aus jeder Ecke. Und je mehr wir verschiedene Meinungen hören, desto mehr geht unser Leben kaputt. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Warum gehen wir nicht zu Gott und sagen, Gott, gib mir den Schlüssel für meine Ehe? Die Offenbarung von Gott ist der Schlüssel, den wir brauchen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Immer zu freuen. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hoffnung im Leben zu haben. Gott liebt mich. Es gibt Dinge, die du von mir nicht wegnehmen kannst. Ich habe das von Gott bekommen, nicht von einem Menschen. Und ich habe noch viel zu bekommen. Oh mein Gott. Ich habe noch nicht 1% von 1% gesehen, empfangen, was ich haben soll. So, ich suche Gott. Und ich weiß, weil Gott gut ist, weil er nie lügt, er wird sich offenbaren, wenn ich ihn suche mit meiner ganzen Herzen. Was sagt er weiter? Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Autorität. Du fängst an, von der Erde her zu beeinflussen, was im Himmel passiert. Himmel hört nur auf diejenigen, die den Schlüssel haben. Himmel hört nur auf diejenigen, die stabil sind. Himmel hört nur auf diejenigen, die den Segen in Segen schwimmen. Himmel hört nur auf diejenigen, die die Offenbarung bekommen haben. Durch die Offenbarung vom Himmel bist du in einer Zusammenarbeit mit Himmel. Darum kannst du etwas bestimmen und Himmel führt es aus. Bitte betrachte dein Leben nicht, als ob du nichts bist. Die Schlüsse, der Weg zu diesen vier Dingen oder fünf Dingen ist die Offenbarung von Gott zu haben. Das setzt den Segen Gottes frei, in dir. Das setzt eine Stabilität frei über dich. Das lässt Gott durch dich in dir etwas bauen, was niemand wegreißen kann. Das gibt dir den Schlüssel zu der Tür deines Lebens. Und Nummer 5, da fängst du an, Himmel zu beeinflussen. Du bist in einer Zusammenarbeit mit Himmel. Was hat Gott uns heute gesagt? Baue dein Leben nicht auf dem, was die Menschen sagen. Baue dein Leben auf dem, was ich sage. Wie kann ich wissen, was Gott sagt? Suche ihn für bestimmte Themen. Suche ihn. Was sagst du über meine Ehe? Was sagst du über meine Gesundheit? Was sagst du über meine Arbeit? Ich will umziehen. Was sagst du darüber, wo ich wohnen soll? Ich habe Gründe gehabt, in verschiedenen Ecken zu wohnen. Aber Gott sagte, Leipzig. Darum bin ich 100% sicher, dass in dieser Leipzig wir werden Gottes Hand sehen. Ich weiß das ohne Zweifel. Ich sage immer, für mich, Leipzig ist nicht nur die schönste Stadt der Welt, es ist mir egal, was du denkst, für mich, weil das ist der Ort, wo Gott mich gepflanzt hat. Leipzig sogar ist die Hauptstadt Deutschlands. Vergesse, was du in der Uni gelernt hast. Für mich. So wage es nicht, mit Leipzig zu spielen. Halleluja. Ich hoffe, dass etwas zu dir angekommen ist. Mach dir Gedanken darüber, denk daran und lass uns einfach auf neue Ebene kommen mit Gott. Gott ist nicht müde, an uns zu arbeiten. Er will es. Gott will was bauen. Gott will durch uns sich offenbaren durch uns. Gott will uns die Autorität schenken. Aber die Autorität, die Schlüssel bedeutet Autorität. Aber nur Menschen, die stabil sind, haben die Autorität. Nur Menschen, die stabil sind.
Und diese Stabilität kommt nur, wenn wir direkt von Gott empfangen haben und nicht, was Menschen sagen. Eines Tages, eine Schwester war enttäuscht von mir. Das war 2006. Weil ich habe eine Meinung für lange Zeit vertreten und irgendwann bin ich von anderer Meinung überzeugt. Und ich habe das gesagt. Und sie war sauer auf mich. Sie war enttäuscht. Eigentlich, sie hat mich geschimpft. Und ich war geschockt. Was ist denn das Problem? Das Problem war, sie hat ihre Theologie auf meiner Meinung gebaut. Darum bemühe ich mich das. Egal, was ich predige, lass Gott zu dir reden. Bitte. Ich weiß, Gott kann das benutzen, was ich sage, zu dir zu reden. Ja, dafür bin ich hier. Aber du musst aufstehen können und sagen, der Herr hat mir gesagt. Aber der Pastor Pascal hat das doch gepredigt. Ich weiß, aber der Herr hat zu mir gesprochen. Dann bist du auf dem guten Weg. Das heißt nicht, dass du alles schlucken musst, was ich sage. Das meine ich nicht. Ich meine, lass Gott zu dir reden über dem, was ich gesagt habe. Ja. Gott, naja, er hat toll gepredigt. Es hat mir gefallen. Vater, was sagst du? Gott wird zu dir reden. Ah, pfeif auf dem, was er gesagt hat. Und so redet Gott nicht. Oder nimm es ernst. Das ist mein Wort für dich. Verstehst du mich, bitte? Ich nehme das nicht gleichgültig oder lustig, was ich hier mache. In Gehorsam stehe ich hier. In Gehorsam stehe ich hier. Und ich erzähle, gib mir Gottes Gnade, was Gott mir im Herzen gegeben hat. Und ich weiß, danke Jesus. Und ich weiß, es gibt einige, die mich jetzt hören. Da, wo du siehst, du hast dein Leben auf falschen Dinge gebaut. Komme zurück. Du wirst zwar Verlust leiden, aber was du in der Ewigkeit gewinnen wirst, ist größer als dieser Verlust, den du jetzt haben wirst. Du kannst diese Meinung verändern. Lass Gott zu dir reden. Durch sein Wort tief in deinem Herzen. Du wirst wissen, dass es Gott ist, der zu dir redet. Du wirst wissen. Gott sagt, es wird hart sein. Weil du hast jahrelang das geglaubt. Und jetzt kommt Gott auf einmal und zerstört deinen Glauben. Ja, denn dein Glauben ist nicht der Glaube. Es ist die Offenbarung Gottes, die dir die wahre Glaube schenkt. Glaube an Gott. Nehme ihn auf. Und wenn du noch, danke Jesus, du sitzt da und dein Leben, du hast ein Bein ist in der Welt und das andere Bein ist in der Gemeinde, im Gott. Du bist nicht heiß, du bist nicht kalt. Du bist heute Christ, du bist morgen Unchrist. Du bist unstabil. Du lebst in der Sünde heimlich. Gott sagt, komm raus. Komm raus. Ich habe viel zu tun mit dir und für dich. Aber solange du noch unstabil bist in deinem christlichen Glaube, ich kann das nicht tun in deinem Leben, was ich vorhabe. Ja, es wird so aussehen, als ob du Spaß verlierst. Bei mir ist die wahre Spaß, die in die Ewigkeit gehört. Komm raus. Trenne dich von diesen Leuten. Hör mal zu. Trenne dich von ihm. Trenne dich von ihm. Wegen ihm lebst du in der Sünde. Ich rede mit Respekt. Du bist da, ich höre dich. Du kannst mich sehen. Trenne dich von ihm. Wegen ihm lebst du in der Sünde. Du weißt das. Ich will sagen, Gott hat Besseres für dich. Solange du noch bei ihm rumhockst, du wirst den Richtigen nicht treffen. Trenne du dich von ihm. Wegen ihm lebst du in der Sünde. Und jedes Mal heulst du tief in deinem Herzen. Du weißt, du sollst nicht tun, aber du tust es immer noch, weil du dich gebunden fühlst, mit ihm zu sein. Trenne dich von ihm. Binde dich mit Gott. Habe ich das mit der Liebe gesagt? Jemand muss das hören. Und wenn du es bist, ich bin bereit, mit dir zu beten. Meine Telefonnummer steht unten. Ruf mich an, schreib mir. Ich bete mit dir.
Gott will dich auf eine neue Ebene bringen. Wenn du da bist, du kannst Gott nicht sehen. Jetzt bin ich in einem Raum. Um die Sonne zu sehen, muss ich rausgehen, denn kann ich die Sonne sehen. Verstehst du mich? So, es gibt Orte, die du verlassen musst, um Gott wirklich zu sehen, um die Offenbarung von ihm zu bekommen. Vater, ich bete für diese Frau und alle anderen, die jetzt die Anforderung bekommen haben, vollständig im Glauben zu kommen. Ich bete für diese Gnade und ich zerstöre die Macht des Feindes, die sie bindet, im Dreck der Sünde zu bleiben. Ich spreche Freiheit über dich im Namen Jesu von Nazareth. Und ich bete für Danke. Deine linke Schulter, jemand ist da und dir tut linke, wo ist meine linke? Das ist meine linke, aber das ist deine linke. Dir tut linke Schulter weh. Bewege dich. Ich spreche Heilung über diese Schulter jetzt im Namen Jesus Christus. Bewege dich, die Schulter. Es ist weg. Vater, ich danke dir. Bewege das, bewege das, bewege das, bewege das. Halleluja. Schmerzen verschwinden im Namen Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir. Liebe, Gott baut etwas auf. Und ich freue mich darauf und darüber, was Gott tut. Nun, nächste Woche ist die letzte Woche. Das heißt, da werde ich eine Aufnahme machen, um die Antworten zu geben für die Fragen. Vergiss es nicht. Wenn du eine Frage stellst, du hilfst nicht nur dir, du hilfst anderen Leuten, die Antwort bekommen werden. So, vergiss es nicht, auf seine E-Mail-Adresse, wie es da steht, unten hier, oder auf die Telefonnummer, die ich gegeben habe, durch WhatsApp, schicke deine Frage und wir werden gemäß Gottes Gnade nächste Woche eine Aufnahme zu machen, um Antworten zu geben für diese Frage. Gott baut etwas auf. Und ich bin extrem begeistert zu betrachten, was Gott tut. Lass mich von dir hören, wie Gott diesen Dienst dich segnet. Lass mich von dir hören. Und sagen andere Leute, wenn du jemanden kennst, du denkst, oh, das ist gut für ihn, sage ihm oder ihr, er oder sie soll das hören. Du kannst abonnieren, damit du sofort, wenn neue Predigt hochgeladen wird, ist, sofort informiert werden, dass ein neuer Predigt hochgeladen worden ist. Ich will auch große Danke sagen an alle, die uns mit Finanzen unterstützen in dieser Arbeit in Leipzig. Gott im Himmel wird dich heimsuchen. Keiner, der gibt finanziell in dieser Arbeit, soll leer bleiben im Namen Jesus Christus. Große, große, große Danke für alles. Ich freue mich. Ich weiß, wir werden uns wieder begegnen. Im April haben wir unsere nächste Konferenz, die Versammlung der Überwinder, im April. Ich werde das nächste Woche genau Datum sagen. So plane damit. Es ist eine Glaubenskonferenz. Ich werde mehr darüber reden. Gott tut viel. Ich will dich segnen. Ich will dir noch einen wunderbaren Tag wünschen, wo auch immer du bist, was auch immer du tust. Gott liebt dich. Bleibe dabei. Vater, danke für dein Wort. Danke für das Leben, das aus deinem Wort kommt. Danke für deine Liebe, die kein Ende hat. Vater, wir danken dir für alle. Gelobt ist dein heiliger Name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Shalom.